Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit. Schöner weiter Ball von Sickinger auf Coffee. Jetzt Kager, wieder Coffee. Abseits. Abseits. Wir haben vor dem Spiel mit Robin Fellhauer gesprochen und er meinte, diesmal kein Abseits. Was macht Neubauer da? Oh, das würde mich ja immer beunruhigen, so eine Ansage. Jetzt die SVE, Kevin Coffey. Sehr gutes. Und wird die Kugel jetzt hineinbringen. Standards, das ist ja in letzter Zeit ein gutes Ding für Elversberg. Und jetzt kommt auch der Ball gefährlich drauf. Hart Mendler zieht in den Strafraum, geklärt von Semih Şahin. Da werfen sie sich alle rein. Das ist natürlich auch das, was die Fans in dem Derby sehen wollen. Und dann mal der Schussversuch von Patrick Lienhardt. Wieder Mendler. Setzt sich da gegen Fellhauer durch, Flanke auf. Und jetzt der Schuss von... Und sensationell geklärt. Von außen, aber es geht durch die Mitte und direkter Abschluss. Von Şahin gut durchgesteckt zu Kager und der versucht sah. Aber Saarfeld kann man schon für die Analyse für nächste Woche heranziehen. Guter Ball auf Coffee in die Schnittstelle. Coffee jetzt mit der Chance, mit dem Lupfer in die Hände von Saalfeld. Kager, Fellhauer, Ablage auf Coffee. Was macht er draus? Drehung, Schuss, geklärt. Und von Rätselspiel zwischen Martin und mir. So, da kommt nochmal Connors, der sagt, wie es gehen soll. Und jetzt kommt der Schuss knapp daneben und es war Kager. Wobei bei diesem Spielstand hier wird Ihnen das auch nichts nutzen, denn von dem Punkt... Tor für die SV Elversberg, Nico Kager. Das zweite Mal geschafft hat. So, da muss ich mal wieder ein Lieblingswort aus... Pfeil, Schnellbacher. Jetzt ist da Kevin Coffey frei vom... die Meisterehrung nachher in Empfang nehmen darf. Schnellbacher. Und da ist es doch. Die SV Elversberg und da ist dieses lange. Lag es daran, dass er heute auch noch mal getroffen hat, denn du weißt ja, was seinen Ellbogen schmückt. Wenn es daran lag und da noch mal der Schuss von. Mal schauen. Und Schnellbacher. Aber jetzt gefährlich da, der FCH im SVE-Strafraum, Foul an Sickinger und wie gesagt zwischen Lautern und Dresden. Genau, haben wir auch beleuchtet aus der zweiten Liga. Stark an. Manuel Pfeil, guter Pass darauf, auch sie, der Tekerci, was macht Traumding, da draus? Traumding und bitte belohn dich doch, Junge, das dich betrifft. Jetzt aber die SVE. Sinan Tekerci, was macht er jetzt raus? Ball geht wieder nicht rein. Ball geht wieder nicht rein. Zweite dicke Chance, die er da liegen lässt.